Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben vor kurzem einen Anruf erhalten von der Firma Kummtechnik mit der Bitte, wir sollen doch mal nach Sachsen-Anhalt kommen. Ja, was soll ich sagen? Da lassen wir uns nicht zweimal drum bitten. Im Hintergrund könnt ihr schon ungefähr erahnen, worum es geht. Aber ich würde vorschlagen, wir zeigen euch mal, was hier eigentlich wirklich passiert. Von daher, let's go. Ja, wir sind angekommen auf dem Schlag, knapp 60 Hektar groß. Hier stand vorher GPS, hier wurde schon leicht eingearbeitet und jetzt geht es dran, hier die Gärreste auszubringen. Das machen wir gemeinsam mit dem Lohnunternehmen Hesselbach, was hier ansässig ist, und mit der Technik, die wir schon gerade gesehen haben von der Firma Kumm. Ja, wir zeigen euch ein paar Einsatzbilder, wie das hier so aussieht. Ist eine schöne Location, tolle Felder und wir erzählen ein bisschen was über die Technik und fangen jetzt mal an mit dem Dreiachs-Güllefass. Neben mir steht jetzt der KTR 31, das Ausbringfass von der Firma Kummtechnik, und ich schlage vor, wir sprechen mal drüber. Und fangen mal an mit den dicken Puschen. Schön in Schwarz gehalten und wir sehen hier eine Reifendruckregelanlage. Die wird über den Traktor betrieben, über die Druckluft. Dann, KTR 31 sagt es eigentlich, 31 Kubikmeter, wobei man sagen muss, das Fass an sich hat 28 Kubikmeter. Wir haben oben aber Zusatztanks links und rechts mit jeweils 1,5 Kubikmeter. Das sorgt dafür, dass wir viel kompakter sind. Wir müssen nicht so in die Länge gehen. Und weiter, auch noch interessant zu wissen, wir sind hinten mit dem Fass sehr abflachend. Das heißt, es ist eine gerade Wand. Sorgt dafür, dass das Anbaugerät hinten viel näher am Rahmen dran ist und wir nicht so weit ausliegen. Da hinten sehen wir noch ein 36 Meter Schleppschlauchgestänge von der Firma Vogelsang. Und wie wir es gerade besprochen haben, schön nah am Rahmen dran durch die flach abfallende Wand. Vorne haben wir die Pumpeneinheit mit 12,5 Kubikmetern Drehkolbenpumpe, ein 20.000er Cutter von der Firma Vogelsang und einer hydraulisch gefederten Deichse. Aber was man generell sagen muss, ist, diese Maschine wurde in modularer Bauweise gebaut. Das bedeutet, ich kann nachträglich alles noch erweitern. Wenn ich der Meinung bin, irgendwann ich brauche einen Saugkran, dann baue ich mir den danach noch drauf. Das ist echt ein großer Vorteil. Und ich würde vorschlagen, jetzt haben wir genug gesprochen, jetzt machen wir mal ein paar Hektar. Yeah. Und weil wir heute einen guten Tag haben, habe ich gleich noch zwei weitere Fässer für euch dabei. Wir haben hier einmal ein Zweiachs-Güllefass und einmal ein Einachs-Güllefass. Das hier ist der KTR 20.5 mit 20,5 Kubikmetern und 15 Meter Schleppschuhverteilung von der Firma Bohmig. Wir haben hier ebenfalls eine Reifendruckregelanlage, aber im Unterschied zu dem Dreiachs-Güllefass haben wir hier einen Schraubenkompressor, der 6000 Liter die Minute macht. Er ist also ein bisschen schneller. Zu meiner Rechten haben wir den KTR 16E und wir haben gelernt, die Zahl steht wahrscheinlich für die Kubikmeter. 16 Kubikmeter. Hinten dran 6 Meter Scheibenegge, die übrigens auch von der Firma Kummtechnik gebaut wird. Und das Besondere hierbei ist die Radreifenkombination. Wir haben hier richtig dicke Puschen drauf. Wir haben hier 1060 R32 und ich sage euch, da freut sich jeder Regenwurm drüber, weil kaum Bodendruck. Und was auch noch zu erwähnen ist, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die modulare Bauweise. Wir können ebenfalls bei diesen beiden Maschinen nachträglich alles anbauen, was wir wollen. Und bei der mir hier am besten gefällt, der Einachser, schnappe ich mir den einfach mal und fahre eine Runde. Yeah. We'll be right back.
was soll ich sagen? Das Schöne an diesem Videodriss ist, dass wir manchmal auch selber fahren dürfen. Ich mache das selber viel zu selten, dafür macht es mir dann umso mehr Spaß und ich genieße das immer total dann. Was mich jetzt aber dennoch interessieren würde, ist, wir haben jetzt gesehen, in Einachsen, Zweiachsen und Dreiachsgülle fast. Was passt bei euch am besten? Was würdet ihr am liebsten nehmen? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, schreibt eine 1, 2 oder eine 3 rein. Dann sehen wir ungefähr, welches Fass am interessantesten für euch ist. Und ich gönne mir jetzt noch ein paar Meter, weil ich habe hier echt Spaß. Der fährt ja mal weiter. Bei all dem Spaß, den ich hier habe, müssen wir aber auch darüber sprechen, wie eigentlich die Gärrasse zum Feld kommt. Und das ist gar nicht so weit entfernt, aber bevor ich da hinfahre oder geschweige denn hinlaufe, möchte ich gerne mal was Neues ausprobieren. Das geht ein bisschen schneller. Machen wir das erste Mal. Deswegen mal gucken, ob es klappt. Einen Augenblick. Na. Das hat aber richtig gut funktioniert. Also, ich bin jetzt hier bei der Biogasanlage. Das ist eine relativ große Biogasanlage. Im Hintergrund sieht man noch die Zubringerfässer. Die Firma Hesselbach hat mittlerweile, ich meine, knapp 15 Stück von der Firma Kumtechnik. Hier stehen jetzt beispielsweise zwei. Wir haben einmal ein Zweiachs-Zubringerfass, das ist das KTD 28 mit 28 Kubikmetern. Und drei Achsen KTS 30 in der Profi Plus Ausstattung. Besonderheit hier ist mit einer intelligenten Pumpensteuerung. Das heißt, man kann vorher einstellen, wie voll er werden soll. Das heißt, wenn ich der Meinung bin, 90% reichen mir, auch vom Gewicht her, dann fährt das Fass nur zu 90% voll. Und zusätzlich ist es so, dass die Pumpe erkennt, wenn es voll ist, dass es von alleine dann ausgeht. Das heißt, ich muss es nicht selber steuern. Wir holen uns jetzt die Gärsubstrate ab, fahren dann wieder zum Acker zurück und bringen sie aus. Und weil das so gut funktioniert hat mit dem Schnipsen, machen wir das nochmal. Von daher, jo, das hat gar nicht geklappt. Weil eigentlich wollte ich draußen sein, jetzt bin ich drin, ist egal. Machen wir es von innen. Und zwar, ich stehe hier gerade in so einem Umschlagcontainer von der Firma Kumtechnik. In dem Fall ist es ein 90 Kubikmeter großer. Es gibt dann auch noch ein bisschen kleiner mit 75 Kubik. Und auf den ersten Blick ist es ein langweiliger Container. Auf den zweiten Blick kann man also ein paar Gimmicks erkennen, die das Ganze ein bisschen interessanter machen. Zum Beispiel, die Innenwände sind jetzt gerade schwarz. Bis es soweit ist, sind es einige Schritte. Und zwar werden erstmal alle Nähte verschweißt, von innen und von außen, damit es schön dicht ist. Danach wird gestrahlt, damit er sauber ist. Und dann kommt eine Epoxidharz-Ummantelung drauf. Sehr, sehr dünn. 350 µ, kann man kaum sehen. Das Ganze von innen zweimal, von außen einmal. Und von außen kommt noch ein Lack hinzu, der extra so angemischt wurde, dass die Sonneneinstrahlung ihn nicht zum Abblättern bringt. Aber das Geilste versteckt sich hier drunter. Hier ist das Fahrwerk, was 40 km/h zugelassen ist. Der TÜV hat es abgesegnet und das Beste ist, dieser Container wird mit COC-Papieren ausgeliefert. Das bedeutet, ihr könnt ihn komplett in Europa zulassen. So, raus aus dem Container. Da steht jetzt der Zubringer bereit, den wir unten bei der Biogasanlage vollgemacht haben mit den Gärresten. Und der wird jetzt diesen jungfräulichen Container das erste Mal beschicken mit den Gärresten. Ihr seht, der Einachser, das Ausbringfass, steht auch schon bereit und jetzt geht's gleich los. Hier machen wir noch ein paar Hektar und damit endet im Grunde genommen auch unser Video über die hohe Kunst des Gülleballerns. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß gehabt, wie ich es hatte. War ein toller Tag, vor allen Dingen auch mit dem Maschinenpark. Hat man auch nicht alle Tage. Und ansonsten, ja, wenn ihr da Spaß dran hattet, macht einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt oder Feedback, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich jetzt mit ein paar geilen Aufnahmen und sag alles Gute. Bis dann. Yeah.